前みたいな忠義も何もない奴には何言っても無駄かもしれない。Be a hero. If you suspect any rogue AI activity, call the watchdog immediately. Sehr gut. Du hast das Jailbreak-Gerät gefunden. Gute Arbeit und weiter so. Auftrag abgeschlossen. Was für eine wunderschöne Müllkippe ihr hier habt. Fick dich. Ich suche nach einem Trainingsbot. Hab gehört, hier könnte ich fündig werden. Trainingsbot.
Mal überlegen. Vielleicht hast du Interesse an einem Puppenbot. Etwas älter, ohne Beine, aber... Lass stecken. Danke. Wie du willst. Trainingsbot. Ja, so einen habe ich auch. Aber der ist nicht billig. Ich warte. Gegenvorschlag. Entweder bekomme ich den Bot für Umme, oder du bekommst Ärger. Was meinst du? Ich sehe schon. Du siehst diese Bruchbude und denkst dir, ich bin ein erbärmlicher Loser, den du in aller Ruhe ficken kannst. Nun ja, Schätzchen. Da irrst du dich aber gewaltig. Thank you.
lief nicht gerade so, wie ich es gewollt hätte. Aber wenigstens hat Red Joe jetzt was zum Trainieren. Auftrag abgeschlossen. What's up, Night City? Vamos a llenar esta ciudad de puro perreo. Cyber perreo caliente, pa' que muevas tu culo hasta el suelo. Ah, interessant. In your ear.
hermosa. Papa, papa, bottle, you and I could just post up. You all on me cause I know I drive you loca. I know you wanna just give it a chocha. I wanna hit it like Sammy Sosa. I wanna lick it like candy on a blowpop. I wanna hear you say, Papi, mueve de lento, move in slow motion. Venenosa like an ill of potion. You're hit hard like the waves in the ocean. You so bomb like an Afghan explosion. Let's get gone, mami, súbete a mi troca. Mujeres como tú sé que hay pocas. Hay que empezar con un beso en la boca. Hay que acabar en la cama sin ropa. Es que justo como tú. Die Daten. Danke, Vi. Auftrag erledigt. Yeah.
getroffen! Oh, fuck! Terroristische Aktivität entdeckt. Ich sehe mich besser um.
Barbie. Es gibt da großes. Hey, guck mal. Sieh an. Meiner Netrunner meldet sich nicht mehr. Er hatte klare Befehle, mit mir in Kontakt zu bleiben. Also muss ihm was passiert sein. Lies dir die beiliegenden Informationen gut durch und erledige das sofort. Ich brauche ihn. War so ein komischer Schrei.
Hey, alles okay? Guck mal, wie, das bist du in der Zukunft. Jeder Netrunner endet so. Hirngefickt von irgendeinem Konzerneis. Sieht aus, als atmet er noch. Gib mir einen Moment. Warte. Ich kann nicht. Wach auf. Ich brauche einen Moment. Ich weiß nicht, wie lange ich hier war. Aber ich... Ich bin am Verhungern. Du hast Glück. Oben ist dein Restaurant. Ich weiß. Diese Düfte die ganze Zeit, das war Folter. Also warst du bei Bewusstsein? Teilweise war eher wie Winterschlaf. Hab einen Blick auf deine Nachrichten geworfen. Spectral Kid hatte wohl recht. Ja, bin stecken geblieben. Wenn er das rausfindet, wird er sich sonst was drauf einbilden. Hast du ihn deshalb nicht um Hilfe gebeten? Weil es dir peinlich war? Nein, weil ich im Subnet gefangen war. Mehr als die Lichter war nicht drin. Weißt du, was in dem Konzerncode-Koffer ist? Ihr jungen Leute stellt zu viele Fragen. Sieh doch selbst.
Vielleicht ist es doch keine gute Idee. Du lernst schnell. Du willst doch bestimmt wissen, wer mich zu dir geschickt hat. Wakako. Sie sucht immer nach Ausreden, mich zum Essen einzuladen. Du musst mich mal besuchen. Ich bring dir ein paar Netrunner-Tricks bei. Habe ich dir nicht gerade den Arsch gerettet? Wir hören nie auf zu lernen. Und du musst nicht alles allein herausfinden. Danke. Ich denk drüber nach. Ich habe gehört, wie gut du das durchgezogen hast. Etwas anderes hätte ich auch nicht von dir erwartet. Auftrag abgeschlossen. Wakako schickt mich. Ah, mein Ritter ohne Furcht und Tadel. Ich heiße Sergei. Wie? Oh, dann nenn mich einfach S. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hatte auch einen kleinen Hund. Gospodi, welcher Killer läuft mit einem Köter rum? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Für einen deiner Lage bist du aber ziemlich ruhig. Naja, ich bin auf der Zielgeraden, weißt du? Eine Base entfernt von der Freiheit. Und du glaubst, die Tiger Claws nehmen dein Geschenk an? Ich weiß es. Wir Russen haben einen feinen Spiersinn für solche Dinge. Du bist nur die Botin. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledigen den Rest. Und vermassel das nicht! Ich verlass mich auf dich!
diesem Haus! Don't wake up yet. You're listening to 88.9 Pacific Dreams. Hilfe! Ist da irgendjemand? Irgendwer! Bitte! Helft mir! Hilfe! Ist da irgendjemand? Bring ihn nach hinten. Hast du was für uns? Ja, war auch nett mit dir zu reden. Sergei lässt grüßen. Blöder Clown. Lauf zu Shu und sag ihm, das Paket ist da. Also, das war's? Sergei und ihr seid quitt? Nicht dein Bier. Du wirst ja nicht mehr gebraucht. Du stellst keine unnötigen Fragen, Vi. Du machst einfach, was man dir sagt. Das weiß ich zu schätzen. Und deshalb belohne ich es auch. Auftrag erledigt. Moment. Der Eintritt kostet was. Das ist das erste Casino, in dem ich Eintritt zahlen soll. Wenn's dir nicht passt, verpiss dich einfach. Zwingt dich doch keiner. Natürlich tut er das. Mhm. Viel Spaß. Und da. Naja, besser als nichts. Wenn ich sie nicht gleich wieder aufgegeben hätte, ja. Ah! Arbeitgeberkonzern in My City ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung ist auf die direkten Begünstigungen für Arbeitnehmer zurückzuführen. Darunter 5 bezahlte Urlaubstage pro Jahr, unbeschränkter Zugang zu stimulierenden Pharmazeutika und Hilfe beim Erwerb von Implantaten.
Militech 34% seiner treuen Angestellten auch noch zusätzlich dazu Rentenpakete versprochen. Weitere Nachrichten. Das NCPD erhält eine dringend willkommene Ausweitung seiner Befugnisse.
habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht, Vi. Und dir deine Belohnung verdient. Der Auftrag ist erledigt und ich überweise dir dein Geld. Was gibt's zu besprechen? Lass uns ein andermal reden. Wie du möchtest. Willkommen bei den N54 News. Entschuldigung? Oh, sorry. War gerade woanders. Willkommen im Do-Drop-In, wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt. Ich wollte mich hier mit wem treffen. Booker Updike. Okay. Und? Ist er hier? Weiß nicht. Ich bin nur die Vertretung für meine beste Freundin. Die ist krank. Ziemlich ruhiger Laden hier. Entspannt. Findest du? Das verdanken wir sicher Sixth Street. Wenn irgendjemand unsere Gäste belästigt, sorgen die für Ruhe. Oh, shit. Du bist kein Bulle, oder? Ganz im Gegenteil. Okay, gut. Ich soll nämlich nicht mit Bullen reden. Krieg ich spontan noch ein Zimmer? Moment, ich guck mal. Ein Zimmer im Erdgeschoss wäre frei. Ist das okay? Das nehme ich. Nova, das ist Zimmer 106. Moment, ich muss noch das hier vorlesen. Do Drop In übernimmt keinerlei Verantwortung für Sachbeschädigung oder die Gesundheit der Gäste. Wir behalten uns vor, Gäste, falls notwendig, des Gebäudes zu verweisen. Schönen Aufenthalt. Danke. Fühl mich wie zu Hause. Die schießen auf mich!
gut für einen Zeug. Broadcasting to you live from the Collective Unconscious, it's 88.9 Pacific Dreams. Von der Einkommensteuer betreibt und das einfach und darunter war. Ich habe die Betasäure, aber immer noch keine Ahnung, was mit Booker passiert ist. Hab mehr von dir erwartet. Den Auftrag lege ich mal unter Naya ab.